einigen in der Jury, ich sage mit Absicht keine Namen, bezeichnet wurde als das Beste, was jemals in einem Vorausscheid beim SWR Music Hits gespielt hat bis hierher. Das letzte Wochenende sollte das noch in den Schatten stellen. Beim dritten Vorausscheid der SWR Music Hits. Nur noch 2 Tickets gab es für das große Finale in der Factory. Kein Wunder, dass die Jungs von Don't Try This at Home als Opening Act besonders nervös waren. Ihre Gewinnstrategie war aber recht simpel. Wir werden heute richtig rocken mit unserer Musik und die Bühne in Fetzen zerlegen. Keine andere Band kann mehr spielen und deswegen können nur wir gewinnen. Soweit die Theorie. In der Praxis mussten einige Instrumente dran glauben. Vor noch halb vollem Haus hatten sie es aber etwas schwer, so richtig warm zu werden. Erst die zusätzlichen Fans von Robbie Schulze brachten mehr Leben in die Bude. Jeder Auftritt ist für mich auch ein kleiner Sieg. Ja. Es ist egal, ob das um Wettbewerb geht oder irgendwas anderes. Hauptsache, ich kann spielen. Als einziger Solist im Wettbewerb verstand er es, mit dominanter Stimme problemlos die Menge anzuheizen. Nach dem Jungen mit der Gitarre, dann die Vögel mit dem Technikfuhrpark. Ich bin höllisch nervös. Höllisch nervös, sagt Roger. Ja, angespannte Lage, also irgendwie ganz normal. Auf der Bühne setzen sie mit einem Soundgewitter und Tretminen ohne Ende ein deutliches Ausrufezeichen, ganz ohne Gesang. Und 300 Zuschauern war klar, Birds on the Balcony müssen einfach weiterkommen. Doch 2 Bands gab es ja noch, aber nach dieser Vorlage waren Tales of Nebula entsprechend hibbelig. Wie ein Regenwurm auf einer großen Bulette in Mississippi. Wir sind sehr aufgeregt, deswegen, ja. Auf der Bühne das genaue Gegenteil. Ein souveräner Auftritt, bei dem gewisse Ähnlichkeiten mit Muse nicht zu überhören waren. Danach hatten Assesslink ihre 20 Minuten. Die Aufregung und Anspannung ist auf jeden Fall sehr groß. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was mit dem Publikum arbeiten. Wir wollen quasi, dass die Leute im Endeffekt sagen, oh, war das geil, die sind auf uns eingegangen und das ist uns wichtig. Funktioniert hat das ganz gut, allerdings waren sie musikalisch das Schlusslicht an diesem Abend. Die Messlatte lag einfach schon zu hoch. Daran hatte auch die Jury zu knabbern. Der qualitativ beste Vorausscheid führte zu harten Diskussionen. Nach knapp einer Stunde fiel im Jurykeller dann endlich die Entscheidung. Und eine Sensation, die es in 11 Jahren SWR Music Hits noch nie gegeben hat. Wir lassen heute zum ersten Mal 3 Bands weiterkommen. Dabei sein soll beim Finale ist Robbie Schulze. Ich fühle mich total glücklich. Also ich bin mit relativ wenig Erwartungen hier reingegangen und das Größtmögliche ist draus geworden. Zweite Band ist Tales of Nebula. Schwer zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Wir waren sehr gespannt, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht, weil es zu lange gedauert hat und kann man halt nicht sagen. Und es war eine große Erleichterung dann irgendwie im Endeffekt. Was sagst du? Ich bleibe immer noch bei der Regenwurm-Theorie. Ich habe alle Gefühle, die man so haben kann, wenn man Musik erlebt, heute durchlebt. Und deshalb freue ich mich jetzt, auf dieser Bühne begrüßen zu dürfen, noch Birds. Eine unfassbare Band. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist natürlich krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich meine, wir haben das jahrelang versucht hier, mal hier reinzukommen irgendwie. Und jetzt, wo wir eigentlich gar nicht mit gerechnet haben, passiert das auf einmal. Wir sind einfach nur glücklich, glaube ich. Wir müssen ein Trinken gehen. Echt. Einer wird nicht reichen. Nach diesem fulminanten Endsport kann der 19. Mai gar nicht schnell genug kommen. Dann feiert der größte Nachwuchswettbewerb der Region seinen krönenden Abschluss. Mit 7 Finalisten und euch in der Factory Magdeburg.